Donnerstag, 21 Uhr, Writing Bulls YouTube-Kanal. Ihr seht Blood Bowl 2, das bedeutet Dinnertime. Dinnertime-Spezial heißt es. In der letzten Woche habt ihr schon die erste Hälfte gesehen. Donnerstag die erste Hälfte der ersten Hälfte der Halbzeit und an Samstag dann die zweite Hälfte der ersten Halbzeit. Ich bin 1-0 in Führung gegangen. Ich spiele hier nämlich nicht gegen ein Bot oder ähnliches. Nein, das ist mein Moderatorenkollege Orun. Servus. Servus. Wir haben uns nämlich gedacht, komm, die Saison ist ja gerade in der Pause. Es sind keine Spiele, die wir zeigen können. Der Blood Bowl Cup ist beendet. Ja, wir spielen einfach mal gegeneinander, ne? Ja, genau das haben wir uns gedacht. Und genauso kommt es dann jetzt auch. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwarten wird. Bin gerade etwas verwirrt. Genau. Nein, erzähl konzentrier mir. Dich. Nein, das sind sogar zwei meiner Blitzer draußen, fällt mir jetzt erst auf. Oh, perfekt. Das ist, ach du Scheiße, und auch noch der mit Knochenbrecher. Es ist zum Heulen, ist es. Der total versagt hat, kein Knochen wurde gebrochen. Der einzige, der K.O. vom Platz ging in der ersten Halbzeit, ist mein Ghoul, der jetzt auch wieder steht. Und der hat sich, der ist K.O. gegangen durch einen Sprint. Ja, das ist äußerst ärgerlich. Oh, was soll man tun? Orun stellt hier auf, er ist in der Verteidigung. In der ersten Halbzeit war er der Angreifer, hat den Ball dann verloren gegen mich durch einen riskanten Push von mir. Also ich habe meine Hinterseite entblößt, also mein Hinterfeld. Ich habe gerade Kopfkino. Ja, und dein Kopfkino, ne? So, guck mal hier, alle in eine Reihe. Das wird interessant, weil ein Prügelteam wie die Untoten freut das natürlich extrem. Blitzer sind da. Okay. Gut, also wir werden uns einfach mal auf die Prügelei einfach mal mit einlassen. Aber da nicht den Ghoul an vorderster Front, sondern stellen wir Zombies und Verfluchte hin. Ich glaube, da hauen wir... Nee, ich brauche ja einen hinten. Okay, da ist der Ghoul. Ich glaube, den Verfluchten stelle ich noch in die Mitte. Und der Zombie kommt dann hier rein. Entschuldigung. Ja, vollkommen in Ordnung, vollkommen in Ordnung. So, aber hier, ich darf nicht zwei Spieler auf einen Flügel stellen, also muss der Ghoul mal so hinten rein. Und der andere wird den Ball erwarten und dann werden wir nochmal sehen, wie die zweite Halbzeit beginnt. Ob irgendein Stein geflogen kommt von den Zuschauern oder es anfängt zu regnen. Nein. Oh Gott, du bekommst auch noch einen Wiederholungswurf geschenkt. Ist das scheiße, ey. Entschuldigung. Das bedeutet, wir haben jetzt beide vier Wiederholungswürfe. Dein Apotheker ist schon aufgebraucht. Und mein Nekromant, der ich bin, weil ich bin Hobby-Nekromant, der steht halt, ne, am Spielfeldrand und macht ein dummes Gesicht. So wie immer. Jetzt muss ich mal überlegen, genau. Wie fange ich an? Ich denke mal, ich werde erstmal den Ball sicher. So, falls irgendwas schief geht, werde ich mal die zwei Ghule um den Ball stellen. So. Gut. Dann fangen wir mal mit der Mumie an. Die Line of Scrimmage aufzuräumen. Ja, toll. Ich liebe es zu schieben. Gibt nichts Besseres. Wir folgen mal mit der Mumie und jetzt haben wir hier einen Assist auf dem Blitzer, den brauchen wir nämlich. Ja, wieder nur schieben. Das gibt's doch nicht. So, die Mumie hält die erstmal alle fest. Der Kollege einen Schritt nach links. Haben wir hier Assist auf den Kollegen dort mit dem Verfluchten. Den spare ich mir aber kurz auf. Ich guck mal. Wobei doch, dass die linke Seite von mir aus gesehen ist wichtiger, weil da der Ball liegt, dass wir die clearen. Dann schieben wir natürlich auch erstmal Richtung Mumie. Bleiben. Und den Einwürfelblock will ich jetzt nicht riskieren. Jetzt gehen wir auf die rechte Seite. Von mir aus gesehen links. Und hier habe ich sogar einen Drei-Würfelblock. Na, wenn das... Ja. Beide, ich hätte jetzt symbolisch gekotzt, denn das ist alles both downs gewesen wären. Symbolisch, ja. Das hier ist langsam sehr symbolisch.
Also nochmal, also irgendwie kommt mir das so ein bisschen vor, als ob Naffel einen Ausgleich dafür schaffen wollte, dass ich ansonsten eher der Dominante in unserer Beziehung bin. Okay, das könnte man so nennen. Der Mann an der Technik bestimmt jederzeit, wann es hier startet und stoppt. Das akzeptiere ich mal so als Und was man sieht und so. Dominantenpart. Ja, genau, so war Genau. das gemeint. Das hatte sonst keine, ne, keine andere Bedeutung. Es hat Ich ja könnte nichts. jetzt einen Hashtag zitieren, aber das will ich nicht. Hashtag no homo. Genau. Aber ich bin Ja, der Meinung, so. sowas muss man nicht sagen. Männer können Nein. Freunde sein. Das ist vollkommen unproblematisch. Das siehst du genau richtig. Männer können sich auch lieben. Das ist überhaupt kein Problem. Wahre Liebe gibt es nur unter Männern. Richtig. Was mache ich mit meinem Ghoul? Mein Ghoul wird sich entfernen. Die linke Seite zu unterstützen. So. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was ich daraus machen kann. Wenn ich denn was daraus machen kann. Oh, na klar. Noch ist alles in. In Ja. Trockentüchern. Genau. Ich habe den Ball noch nicht. Bin erstmal hier am Plänkeln. Versuche natürlich meine personelle Überlegenheit noch weiter auszubauen. Das ist typisch für ein Prügelteam. Wenn du das natürlich auf deiner Seite auch versuchst, ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Na, muss ja, muss ja. Und deine linke Seite ist wunderbar offen. Für Boah, dich. ja, das passt schon. Bin gespannt auf die nächsten roten Würfel. Wobei, jetzt kriegst du einen weißen. Genau so ist es. Und das auch noch mit dem Blitzer. Ich habe Angst um meine Mumie so ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Ich meine, die hat zwar Rüstung 9, aber ne, wer weiß. Mit 10 ist mal schneller gewürfelt als irgendwas anderes. Und es soll mein Zombie sein. Interessante Wahl. Damit hast du dir natürlich gleich zwei Spieler aus der Tackle-Zone befreit. Beziehungsweise drei. Oh, natürlich ist es der Blitzer, der Bows downwürfelt. Wie in der ersten Halbzeit auch schon. Ja. Jetzt hast du natürlich alle Spieler befreit aus der Tackle-Zone und jetzt wird's interessant. Kommt der Durchbruch? Ja, es reicht nicht ganz. Nee, oder? Doppelt bitter, doppelt bitter, Double Skull nach einem Reroll. Ja. Geht immer nur so lang gut, wie Naffel sagt. So, was machen wir jetzt aus dem gewonnenen? Erstmal lassen wir die Mumie wieder aufstehen und binden die zwei. Gerade der Blitzer. Ebenfalls der Zombie und der Zombie auch. So, alle Spieler stehen. Die Mumie kann einmal angreifen. Der Verfluchte ist sogar frei. Verfluchte ist frei. Freiheit for the legend of the moment in a glory night. Mir Ja, kommen die Tränen vor Rührung. singen ist halt auch mit dabei, ne? Muss auch dabei sein. All-Inclusive-Angebot. Genauso ist es. So, probieren wir erstmal was. Wir probieren mal was. Oder hauen wir erstmal nochmal drauf? Ja, wir hauen erstmal drauf. Ja, das Hauen ging schon mal besser. Ja, das hat schon mal besser funktioniert, würde ich behaupten, ja. Okay, wir spielen Ping-Pong. Oh nee. Und es hat ein schönes Ende. So, du gehst dahin, wir folgen. Alles an der Linie, nur die Wurst hat zwei, hä? So könnte man es auch nennen. So, die Gule haben freie Bahn. Ja, jetzt heißt es aufheben, ne? Jetzt muss ich den Ball so langsam aufheben, ja. Warte mal, ich guck mal, wenn ich den Ball aufhebe, komme ich bis dahin. Soll ich um den Ball herumlaufen? Das war um den Den Ball Ball herumlaufen, ja. aufheben?
Aber probier es So. einfach, das schaffst du, das schaffst Dahin, ja, weil ich will erstmal so ein paar Leute noch hinstellen. Hier sichern wir noch ab. du. Ja, komm schon, mach einfach. Safety first. Nee, nee, Safety ist von vorgestern. Halt, sonst versperre ich mir den Laufweg. Ich würde gerade meinen, deswegen sage ich ja, also jetzt so langsam solltest du erst den Ballträger auch dorthin bringen, sonst machst du nur Laufwege zu. Ich hau erst nochmal. Oh. Siehst du. Nee, okay. Ich Block, habe ja Block. Block. Alles klar. Herr Kommissar, ab geht's zum. Wir stellen noch den Verfluchten hier unten hin. Falls es schief geht. Ich. So. Weißt du, er führt 1 zu 0, hat die Oberhand, aber er hat immer noch Schiss. Nein! Jetzt ist es passiert. Darf ich Michi wählen, Rebolo. etwa? Nein, aber Aber es ist ich muss den dasselbe Rebol in grün, ne? aufwenden. Ja, ach komm, ich lass mich einfach mal fallen. Oh. Ach, das ist doch jetzt nicht wahr. Ups. Also Das blutig ist es heute ja zur Genüge, ne? Es kommt langsam in Fahrt. Die Mumie opfert sich Also für einen Verletzten. langsam bin ich echt, ja, mehr oder weniger nicht begeistert. Also das ist nicht schön hier, was hier abgeht. Ja, meine blauen Hosen hauen ordentlich drauf. In der ersten Halbzeit sah das noch sehr ausgeglichen aus. Personell bedingt auf dem Feld. Jetzt ist Oron hier mit drei Mann in der Unterzahl. 8 gegen 11. Es ist doch echt nicht mehr wahr, Freunde. So kann das doch nicht weitergehen. Müssen wir denn, das geht doch nicht. Ich bin gespannt, was du jetzt ausprobieren wirst. Ja, ich auch, glaub mal. Ich bin selber gespannt wie Kartoffelsalat. Scherz beiseite, auf jetzt. Feldspieler und Werfer auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Ein kleines Knäuel. Nehmen an, das Schieben reicht dir, um den frei zu bekommen. Das wird dein primäres Ziel gewesen sein. Ja, das ist mein primäres Ziel. Erstmal hier hinten hinlaufen. Und dann kommt bestimmt eine Gelegenheit, wo dieser Werfer mal zum Einsatz kommen muss. Ich bin mal gespannt. Die Absicherung steht zumindest mit einem Mann. Wenn du jetzt den Zombie umhaust, das schaffst du tatsächlich, hast du wieder einen Spieler frei. Das Problem ist, wenn die Mumie aufsteht, kann ich mit ihr keinen Schritt laufen, ohne ein Go for it anzuwenden. Das ist sehr ärgerlich. Das heißt, sie wird nicht zustellen können. Oh, der Blitz gegen den Verfluchten. Mit einem Würfel. Das gelingt sogar. Jetzt muss man armer Ghoul wohl. Nein, ach, er nimmt die Mumie. Okay. Dann wähle. Wähle dann Reroll, danke. Ich lasse sie natürlich schieben. Ich lasse schieben. Jetzt steht sie. Na gut, die kann ich noch bewegen. Das ist nicht das große Problem. Okay. Ich wollte es ja unbedingt so. Das wolltest du, das stimmt. Das hast du dir selbst eingebrockt. So, die Mumie kann einfach nur aufstehen. Ohne großes Tada. Stellen wir mal die zwei Gestalten da in der Mitte zu. So. Der Verfluchte wird aufstehen. Und der andere Verfluchte könnte einen Blitz probieren. Ist die Frage, gegen wen?
Den hier hin mache. Da krieg ich schon nur einen Würfel, weil ich keinen Assist habe. Den Assist würde ich aber mit dem anderen bekommen. Dann machen wir das so. Und schmeißen ihn dahin. Halt. Dahin bitte. Der Zombie bleibt da stehen und jetzt Fühlt er sich endlich haben wir noch einen imstande, Block. den Ball aufzuheben oder erstmal zu blocken? Ne? Ah, ist schön. So. Schieben wir mal meinen Ghoul da irgendwie da raus. So. Ach, die Mumie hat sich noch nicht bewegt. Die Mumie stellen wir natürlich noch dahin. Und jetzt, meine Lieben, ist es an der Zeit, den Ball nicht aufzuheben. Ach komm, den Reroll spare ich mir. Er ist durch die Hose gerutscht. Da ist er ihm glatt durch die Hose gegangen. Ja, Anderen geht er das einem durch den braune Kopf. Ding Oh Gott, nein, 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 hör auf. da auf dem Feld. Hör auf an solchen Stellen. Das ist nein. Entschuldigung. Das ist bäh. B bitte, bitte vielmals um Entschuldigung. Ach, tut dir doch gar nicht Es, leid. Gib's zu. ja. Ja, stimmt. Ich bin ein böser Junge. Ich bin ein böser Nekromant. Ja, das Ich bin ein immer. böser, lieber Nekromant. Ein böser. Ach, das auch noch. Ein böser, lieber Das haben wir ja Nekromant. vorhin festgestellt. Genau. Ich bin ein böser, lieber Nekromant. Nee, 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 nee. Ah. So. Freiheit. Ja, das ist ein wunderschönes Knäuel, ein Kunstwerk. Ja. Ein wahrhaftiges Kunstwerk. Mal gespannt, was ich mit meinen Mumien, der einen Mumie dann mache, wenn sie es übersteht. Die ist immer so anfällig, das ist nämlich Bandagenmeister, der ist anfällig für YOLO-Aktionen. Der Bandagenmeister ist anfällig Genau. für YOLO-Aktionen, na dann. Und das Klopapier ist hingegen im Gegenzug etwas standfester. Allerdings unbenutztes Klopapier. Oh. Ich hätte jetzt beinahe Mitleid gehabt, wenn das jetzt wieder ein Skelett gewesen wäre, der Reroll, weil das wäre wirklich zu. Naja, du weißt schon. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Ach, Da das ist die. doch. Das ist die Mumie. Das Klopapier wickelt sich um die Füße der Spieler und lässt sie nicht entrinnen. Ach ja. Man meint, die Mumie hätte einen Schwanz. Weil das beim Rattenoger nämlich genauso schwierig. So, das Also ein heißt, Gutes ein haben solche Schritt Aktionen ja. rechts. Unsere Zuschauer haben mal die Gelegenheit, sich über Züge aufzuregen. Bei den ganzen Profis bekommen sie das ja so selten, diese Gelegenheit. Das stimmt, ja. Die sind zu perfekt. Oh. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Sag nichts mehr. Wenn, Ab diesem Moment sage ich echt nichts so. mehr. Pass auf. Ich höre jetzt auf zu kloppen. Ich hebe jetzt diesen verdammten Ball auf. Mit einer Und 6. schaffst das auch noch. Und Dann bringst du den wer. jetzt in die Safe Zone. Erstmal hier nach vorne. So. Dann beschmeißen wir noch den. Das ist doch der Wahnsinn. Nee, der liegt da eigentlich. Ach so, ich dachte, der fällt nach anders hin. Na egal, er liegt trotzdem eigentlich nicht schlecht für mich. Werde ich jetzt keinen Reroll dafür verschwenden. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich durchaus nachvollziehen. So, jetzt bin ich gespannt, wie das weitergeht. Gule Verfluchte und
Zombie-Kreaturen um den Ball herum. Die Mumie auch noch. Das Klopapier ist ganz stolz auf sich. Wie viele Dodges er schon verhindert hat. Es ist das einfach nicht mehr heilig, Freunde. Es ist das, einfach das nicht kannst du. Kann ich alles das knicken? Kannst du nicht. Das kannst du nicht mit zwei Fliegen abzählen. Es ist überall rot. Alles rot. Alles rot. Ich sehe nur rot. Ich sehe Blut. Alles. Ja, natürlich macht der Blitzer wieder einen Bums down. Was heißt hier natürlich? Das ist immer so, dein Blitzer kriegt immer Bows down. Meine Mumien genauso, nur meinen Mumien gefällt das nicht so. Wenn die sich hinlegen müssen. Naja, es geht ja, da steht die Mumie ja nicht. Nein! Ach, nein, da war ich greedy! Hat er doch noch ein Bein gestellt. Ein Bein, zwei Bein, es drei Bein. Es tut mir so leid, liebe Zuschauer. Ich bin echt im Moment kein vorbildlicher Spieler, aber ich glaube, wenn ich in Unterzahl gerate, werde ich einfach ein bisschen anders. So, wir werden jetzt erstmal hier Entschuldigung. Hinten etwas absichern. Das geht auch. Und wollen wir vielleicht an der Stelle, bevor es hier weitergeht, einen kleinen Break machen. Möchtest und dann du das? Am Samstag meinen eventuellen Siegeszug feiern. Um 21 Uhr seid alle eingeladen, meine Partygäste. Ja, ja. Wir machen an dieser Stelle für heute Schluss. Wir sehen uns am Samstag um 21 Uhr, wo ihr dann zugucken könnt, wie er mich endgültig kalt auf der Silberplatte serviert. Bis dahin, bleibt strategisch, liebe Freunde. Ciao.